Sie haben es sich getraut, die Sportmänner mir ein Rasenmäher zu schenken. Ja, liebe Rasenfreaks. Ha! Das wird ein Werbevideo, denn ich habe einen Swordman bekommen von der Firma Swordman, den Edwin 2.1, das neueste Modell, und ich soll ihn ausprobieren. Ich, der Rasenfreak, soll ihn testen. Sind die denn wahnsinnig, mich den Swordman testen zu lassen? Ihr werdet es erleben. Jetzt packen wir ihn erstmal aus. Viel Spaß dabei. So sieht ein Swordman-Paket aus. Da kommt noch so eine Palette unten. Oben drauf ist irgendeine kleinere Kiste. Oh, ein Paket. Oh, geht. Also ist nicht so schwer. Kann man handeln. Schöne Folie eingepackt. Hier steht zerbrechlich, fragile. Nicht übereinander stapeln. Hier ist ein kleines Gerät dran. Aufrecht transportieren. Das ist die Tilt Watch XTR Überwachung. Tilt Watch XTR Überwachung. Da steht da. Also wenn das Ding hier rot ist, dann soll man die Annahme nicht verweigern, sondern man soll den roten Punkt hier auf dem Annahmeschein vermerken. Dann auspacken, dann gucken, ob irgendwelche Schäden sind. Wenn ich einen Schaden festgestellt habe, den Transporteur ranholen und sagen, hier, Jungs, ihr habt das Ding auf den Kopf gestellt. Das ist nicht in Ordnung, ihr seid für den Schaden verantwortlich. Interessant, habe ich noch nie gesehen. Cooles Teil hier. Ja, aber das ist nicht rot. Gut. Ich muss sagen, eine ganze Menge Folie. Richtig spannend. Hier oben sind zwei Kartons drauf. Die sind hier mit so einem Spanngurt und mit so richtig schönen Kunststoffecken geschützt, damit dieser Spanngurt nicht in die Kartons reindrückt. Super. Die beißen sich mit so Spitzen in die Pappe rein. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Echt eine gute Sache. Ui. 94. Freaks, was ist das denn? Boah! Also sowas habe ich auch nicht gesehen. Foam Plus. Das scheint so ein selbst expandierender Schaumstoff zu sein, der die Kassette perfekt hier schützt. Das ist ja. Wow. Krass. Wow. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das toll ist, den ganzen Styropor hier. Aber natürlich ein hervorragender Schutz. Schöne Drehteile. Schöner Maschinenbau. Genau das Gleiche. Auch hier so ein Nein, das ist eine Vertikutierkassette. Auch nicht schlecht. Ey, schon echt krass. Ja. Interessant. Es riecht nach Sprit. Also nicht im Wohnzimmer auspacken.
Ein bisschen mit dem Messer aufpassen, hier sind Metallklammern drin. Okay. Hier seht ihr, Metallklammern reingeschossen. Und jetzt Trommelwirbel. Ey, Orange! Hier noch so ein Schaumpad. Okay. 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 Nehmen wir einfach mal. Ah ne, hier. Haben wir einen Schaumstoff. Wo ist die Bedienungsanleitung? Aha. Wo ist die Bedienungsanleitung? Vielleicht habe ich die Bedienungsanleitung auch verpasst. Ich habe die noch nicht gesehen. Gucken wir nochmal hier. Da! Da! Naja, das heißt, die macht man erstmal hoch hier. Okay. Zack. Hier sind jetzt. Hier sind jetzt. Seht ihr das überhaupt? Hier sind jetzt die verschiedenen Flüssigkeiten. Öl. Jetzt haben wir hier Öl. Und eine Spritze, um das Öl einzufüllen. Haben sie also das Motoröl wieder abgelassen? Interessant. So, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Passion for Lawns. Das ist nicht schlecht, der Begriff. Kawasaki-Motor. Motorölwechsel. Schnellstart. Packen Sie das Gerät aus. Lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanleitung. Gehen Sie nach Ihren Empfehlungen vor. Setzen Sie die Holmteile und den Grasfangkopf ein. Füllen Sie den Motor mit Öl. Kontrollieren Sie den Ölfüllstand. Gießen Sie Benzin auf. Super Plus möchte haben. Ups. Ui, Super Plus. Ah, sehr interessant. Ja. Okay. Motorölwechsel, Transporträder und die einzelnen Kassetten. Krass! Sportmann hat mir verraten, wie man das jetzt hier am geschicktesten macht. Man schneidet hier seitlich runter, dann klappt man die Pappe zurück und dann kann man hier mehr einfach rausziehen. Das ist eine coole Sache. Erstmal packen wir die ganzen Sachen hier weg. Ach so, ja, hier noch schön der schicke Korb hier. Oh, das ist natürlich eine coole Farbe. Wie durch Zufall auch ein oranges Shirt. Oh, ist schon wirklich schick gemacht. Ich muss sagen, es sind wirklich extrem viele Plastik- und Kunststoffverpackungen. Ja, ich meine, es ist eine Firma, wo du so eine Maschine online kaufen kannst. Die kaufst du einfach per Internet, online. Das ist etwas anderes, als beim Händler so eine Maschine zu kaufen. Deswegen müssen die natürlich dafür sorgen, dass diese Maschine in einem perfekten Zustand beim Kunden ankommt. Kann ich verstehen, ist aber auch nicht ganz so schön. Also ich denke, man könnte im nächsten Schritt, ne, Tipp an Sportman, im nächsten Schritt könnte man versuchen, mehr Pappe zu nehmen, weniger Plastik. Das würde ich gut finden. Aber wenn der Kunde natürlich so ein Ding kauft und dann ist da gleich eine Macke drin, wenn er es auspackt, ist natürlich furchtbar. Für den Preis muss das natürlich in einem perfekten Zustand ankommen, das Produkt. Also das ist schon echt toll hier, wie diese Maschine hier drin ist. Das ist matt-orange, wow. Hier ist noch was drin. Hier ist noch, Freaks, hier habe ich gerade entdeckt, hier ist noch die geriffelte Rolle drin. Hammer! Die geriffelte Rolle! Ja, vorne eine Glattrolle, ich halte ja mehr von den geriffelten Rollen.
Ja, liebe Rasenfreaks, das ist schon eine coole Sache, sowas auszupacken. Das macht echt Spaß. Ne? Klar, alles neu, alles heil, alles sauber, alles toll. Ah, herrlich, freut man sich und dann fährt man die ersten Meter und man hat die erste Macke drin. Ja, das ist das Leben. Ne? Das ist nichts ist perfekt und alles ist vergänglich. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Und das ist zwar ein tolles Spielzeug. Es macht Spaß auch, sich sowas zu kaufen, denke ich. Das ist einfach super, wie den Weihnachten. Aber es gibt Wichtigeres im Leben als solche teuren Spielzeuge. Das sage ich auch mal an der Stelle. Eine gute Beziehung, Kinder, eine Gesundheit, das sind die wirklich wichtigen Dinge. Trotzdem macht das ganz viel Spaß. Aber ich glaube, das schneide ich raus. So, ja, Freaks. Dann schneiden wir jetzt mal die Kiste hier auf. Gucken. Zack. Yeah! So, jetzt mache ich hier noch den Schutz ab. Dahinter. Die kleine coole Werkzeugtasche. Das finde ich echt cool. So. Und Werkzeug. Die müssen jetzt rausgeschraubt werden, um diesen Holm zu montieren. Die sind nur noch lose drin. Okay. Ja, ist ein bisschen fummelig. Zack. Gut. Ich bin schon so aufgeregt. Brauch mich was. Ja, da muss man. Naja. Da muss man das Loch auf der anderen Seite des Holms treffen. Gut. Na klar. Aha. Ja, muss man ein bisschen fummeln, weil auf der anderen Seite des Holms ist ja auch noch ein Loch. So, und die kommt hier wieder rein. Okay. Welche Funktion allerdings diese Schraube hier hat, weiß ich auch nicht. Nicht zu fest anziehen. Das ist ein Aluprofil. Aber man könnte natürlich, das ist schick. Ja, das machen wir. Freaks, wir machen das gleich schön. Wir setzen gleich diese ganzen Kabel. Die setzen wir da rein. Ja, das ist schick. Das gefällt mir. Die werden dahinter gelegt. Keine Ahnung, ob das so sein soll. Sehr schön. Dann den Lack, bisschen Lack gequetscht. Okay. Na ja, gut, siehst du schon, hat er die ersten kleinen Macken. Hier noch so zwei Gurte. Ja, cool. Okay, so Freaks. Der steht natürlich noch viel zu hoch. Das ist nicht schön. Und hier ist eine Rastenverstellung, also muss man jetzt hier ran. Was ist dem hier? Muss ich auch noch mal lösen, weil. Den, da ist ja hier der Getränkehalter, ein kleines Gadget. Den kann man jetzt rausschrauben und dann kann man den Griff auf die richtige Position einstellen. Da ist ein ganz, ganz, ganz dünnes Unterlegscheibchen, sehe ich gerade. Oh, das ist wirklich dünn. Also wirklich ein ganz dünnes Scheibchen. Na gut. So, und jetzt können wir den hier, so, wie würde ich ihn machen? So, ja. Gucken wir mal hier, diese Position. Ich bin ja so ein bisschen kleiner. Ja, mal gucken. Oder vielleicht die Position. Schauen wir mal. Nehmen wir mal die. So, wieder ein bisschen fummeln. Das Loch auf der anderen Seite treffen. Und wieder festschrauben. Schön gelocht. Also es hätte auch ein Langloch sein können. Aber
gelocht ist natürlich auch klasse. Damit ist die Position aber ganz genau vorgegeben. So, cool. Ja, cool. Hier ist ein Lock. Okay. Ah, jetzt geht's ab. So, lieber Rasenfreaks, ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Jetzt kommt der Rollout. Yes! So, drücken. Ah, was ich auch noch sehe hier, die haben jetzt die Transportrollen richtig verstärkt mit einer Mittelstange. Das war bei dem Elektra auch nicht der Fall. Und da waren hier bei meinem Kollegen waren schon die Rollen verbogen. Und das haben die jetzt hier schön solide verstärkt mit noch so einer Verbindungsstange. Cool. So, Rollout! Oh, das geht schief, das geht schief, das geht schief, Jungs. Ah! Krass. So, nicht vergessen, das Öl einzugießen, bevor man diesen Motor jetzt startet. Das wäre fatal. Was ich auch toll finde, dieser Motor, der hat nur noch 87 dB. Das heißt, er ist deutlich leiser als die alten Benzinmotoren. Die ganzen schicken Details zu dem Meer, die machen wir dann im nächsten Video. Ja, liebe Rasenfreaks, das war's für heute mit dem Swordman Edwin 2.1. Das neue Modell von Swordman. Es sieht richtig, richtig schick aus. Ob es auch sich technisch bewährt, werden wir sehen. Aber so von der Optik her, keine Frage, super. Ein interessanter Tipp noch für euch, schaut mal auf die Facebook-Seite von Swordman. Da gibt es gerade ein Gewinnspiel, da kann man genau diesen Meer gewinnen. Da müsst ihr nur irgendwas liken und dann weiterleiten. Dann seid ihr dabei. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr wollt, und zwar, wenn ihr ein Meer kauft, wenn ihr jetzt ein Meer kauft, dann gebt bitte Rasenfreak 2020, Rasenfreak, großes R, und dann ganz normal Rasenfreak 2020 zusammengeschrieben ein als Gutscheincode. Dann bekommt ihr eine Vertikutierkassette kostenlos dazu. Also Rasenfreak 2020 zusammengeschrieben, kriegt ihr kostenlos eine Vertikutierkassette dazu. Ja, coole Sache. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss. Oh, ich bin alt.